Ein Mädchen, das war drauf und dran, sich umzubringen, die hatte sich in Gedanken schon einen Plan gemacht. Und keiner um sie herum hatte davon eine Ahnung, nicht einmal die eigenen Eltern. Aber ein Mensch, nämlich ihre hochsensible Schwester von 22 Jahren, Karin hieß sie, dieser eine Mensch, der merkte es dann doch und der verhinderte dieses große Unglück. Ich werde Ihnen gleich erzählen, was es mit dieser Geschichte auf sich hat. An diesem Beispiel zeige ich Ihnen 5 unmögliche Dinge, die ein Mensch logisch betrachtet gar nicht können kann. Aber Hochsensible, die können das dennoch, als würden die Naturgesetze für sie nicht gelten. Wenn sie selbst nur eine einzige dieser unmöglichen Sachen können, dann ist es sehr gut möglich, dass sie selbst hochsensibel sind. Testen Sie es und schauen Sie dieses verblüffende Video. Mein Name ist Martin Wehre, ich bin Autor des Bestsellers Den Netten beißen die Hunde, gerade jetzt ein schönes Geschenk, und ich bin Gründer der 365-Tage-Challenge, die das kommende Jahr zum Besten Ihres Lebens machen kann. Link zu den kostenlosen Testtagen unter diesem Video. Wenn ich jetzt gleich zurück auf das Mädchen komme, dann fragen Sie sich bitte, ob Sie vielleicht auch gespürt hätten, welche große Gefahr da in der Luft hing. Ob sie mehr als die anderen gesehen hätten, auch mehr als die eigenen Eltern des Kindes. Denn Britta, so will ich das Mädchen einmal nennen, Britta war auf den ersten Blick ein unproblematisches Kind von 14 Jahren. Sie brachte aus der Schule vorzügliche Noten nach Hause, sie spielte sehr gut Geige und sie wirkte insgesamt viel klüger, viel erwachsener, viel tiefer, als man es angesichts ihres Alters vermutet hätte. Sie lachte häufig und auf den ersten Blick, da hätte man meinen können, ein glückliches Mädchen. Zumal die Eltern, ein Unternehmerpaar, über ein florierendes Internetgeschäft verfügten und es Britta materiell an gar nichts fehlte. Bei Familienfeiern, da trug sie Lieder auf der Geige vor, sie lachte viel und sie wirkte auf den ersten Blick unbeschwert. Umso verblüffter waren die Eltern, als Karin, die ältere Schwester, Alarm schlug und sagte, ich glaube, Britta will sich etwas antun. Die Eltern waren regelrecht empört und sie wiesen diese Behauptung zurück. Erst recht, als die ältere Schwester keinen sachlichen Grund für ihre Warnung angeben konnte. Aber Karin, die seit einiger Zeit in einem Studentenwohnheim lebte und nur noch gelegentlich zu Hause war, Karin war bei diesem einen Besuch eine Veränderung Brittas aufgefallen. Sie sagte, Britta ist nicht mehr lebendig. Wenn sie lacht, dann lachen die Augen nicht mit. Und als ich ihr von einer guten Note in meinem Studium erzählt habe, da hat sie gesagt, dass sie sich sehr freut für mich, aber ich habe die Freude nicht mehr gespürt wie früher immer, sondern ihr ganzer Körper, ihre ganze Haltung, das alles, das hat Gleichgültigkeit ausgestrahlt. Und als ich ihr gesagt habe, dass sie in 5 Jahren selbst studieren wird, da habe ich gesehen, dass sie kurz geschluckt hat. Da hat sie versucht, ihre Traurigkeit zu überspielen, aber ich habe das bemerkt und ich mache mir ganz, ganz große Sorgen. Fast wären die Eltern über diese Bedenken hinweggegangen. Aber als die ältere Schwester anbot, das Thema einmal mit Britta zu besprechen, da stimmten sie dann doch zu. Das Gespräch lief so ab, dass die hochsensible ältere Schwester ihren Verdacht einfach aussprach. Sie sagte, vielleicht täusche ich mich, Britta, aber ich habe das Gefühl, du spielst vielleicht mit dem Gedanken, dir etwas anzutun. Britta verneinte das sofort und sagte, es gehe ihr gut, im Gegenteil, alles in Ordnung. Aber Karin, die glaubte ihr nicht. Die sah sie durchdringend an und dann nahm sie sie einfach fest in den Arm. Und da fing Britta, die jüngere Schwester, da fing sie dann zu weinen an. Und dann vertraute sie sich ihrer großen Schwester an. Tatsächlich, ihre Suizidgedanken, die waren schon so konkret gewesen, dass sie im Internet nach Methoden recherchiert hatte. Nur durch eine fast übersinnliche Fähigkeit der hochsensiblen Karin konnte dieses Unglück verhindert und dann auch ein Kinderpsychologe eingeschaltet werden. Mittlerweile geht es Britta wieder besser. Ich kenne die Geschichte durch Karin, die diesen Kanal verfolgt und mir geschrieben hat, an dieser Stelle ganz liebe Grüße. Aber woher hatte diese hochsensible junge Frau eigentlich wissen können, dass ihre Schwester nicht einfach nur ein wenig traurig war, vielleicht wegen einer unglücklichen Verliebtheit? Ich antworte Ihnen gleich darauf. Ich beginne mit der ersten Sache, die nur, wirklich nur hochsensible Menschen können. Hochsensible sind in der Lage, winzige Informationen durch ihre feinen Sinneskanäle aufzunehmen und fast Unsichtbares zu sehen.
Sie bemerken, was in der Luft liegt, ehe andere nur einen Hauch davon ahnen. Manchmal reicht es ihnen aus, ein paar Sekunden lang zu beobachten, wie sich ein Paar anschaut und miteinander spricht, und dann können sie schon sagen, diese Beziehung, die zerbricht bald. Oder sie hören, wie jemand vollmundig über sein angeblich so glückliches Leben erzählt, und sie können sagen, in Wirklichkeit ist dieser Mensch unglücklich. Hier ist also eine unglaublich feine Wahrnehmung am Werk, als würden Hochsensible die Welt durch ein Vergrößerungsglas betrachten. Das ist der Grund, warum Hochsensible so sehr unter Lärm oder unter unangenehmen Gerüchen leiden, weil ihr feiner Wahrnehmungsapparat alles multipliziert und größer und stärker macht. Und dort, wo die Eltern höchstens eine leichte Verstimmung ihrer Tochter Britta gesehen hatten, ohne Lupe, dort erkannte die hochsensible Karin mit der Lupe eine fortgeschrittene Depression. Sie war in der Lage, hinter ein paar Tropfen der Traurigkeit das ganze Meer zu erspüren. Und damit verblüffte sie ihre eigenen Eltern, genauso wie die jüngere Schwester, die war ja der Meinung, ihre wahren Gefühle gut verborgen zu haben. Worin depressive Menschen übrigens richtig, richtig gut sind. Und hier die zweite Fähigkeit einer Hochsensiblen, mit deren Hilfe die Karin das Unglück hat abwenden können. Hochsensible, die sind in der Lage, intuitiv winzigste Informationen miteinander zu verknüpfen und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Zum Beispiel sieht ein Hochsensibler aus der Ferne scheinbar unauffällig einen Dialog zwischen seiner Kollegin und ihrem Chef, nur die Körpersprache sieht er, sonst nichts. Und Stunden später fällt ihm auf, dass die Kollegin unkonzentriert ist, was sonst keiner im Team bemerkt. Und nun ist ein Hochsensibler in der Lage, beides in Zusammenhang zu bringen. Und er fragt zum Erstaunen der Kollegin, geht dir das Gespräch mit dem Chef jetzt noch durch den Kopf? Und sie bejaht und sie ist natürlich völlig verblüfft. Dieses Phänomen, dieses schnelle Verknüpfen, das erleben wir auch bei Britta's Schwester. Wie hätte ein nicht hochsensibler Mensch es gedeutet, dass Britta auf ein mögliches Studium in 5 Jahren angesprochen, dass sie an dieser Stelle kurz schluckt? Vielleicht hätte er gedacht, sie fürchtet sich davor, erwachsen zu werden und noch mehr Verpflichtungen zu tragen. Aber Karin, die hat dieses Schlucken in einem größeren Zusammenhang gesehen, dass ihre Schwester auch sonst matt und erstarrt wirkte. Und so hat sie interpretiert, meine Schwester glaubt vielleicht, dass sie in 5 Jahren gar nicht mehr lebt und deshalb schluckt sie jetzt und deshalb unterdrückt sie jetzt die Tränen. Und damit lag sie ganz genau richtig. Und hier ist eine dritte Sache, die nur hochsensible Menschen können. Karin drückt ihre Gefühle eben nicht beiseite, sondern sie nimmt sie so ernst, dass sie dafür sogar ein großes Risiko eingeht. Wie viele nicht hochsensible Menschen hätten, wenn ihnen der Verdacht mit Bezug auf die Schwester gekommen wäre, einfach zu sich gesagt innerlich, das ist jetzt so wild spekuliert von mir, dass ich keinesfalls meine Eltern in Panik versetzen möchte, ich warte einfach mal ab, vielleicht hält sich die Stimmung meiner Schwester wieder auf. Auch Karin, die hatte diesen Impuls, denn der Alarm hätte ja auch ein Fehlalarm sein können. Aber weil sie hochsensibel ist, gelang es ihr nicht, dieses Gefühl zu verdrängen. Denn starke Gefühle hochsensibler Menschen, die sind wie Bälle mit großem Auftrieb. Man kann sie zwar unter die Wasseroberfläche drücken, aber sie ploppen immer wieder nach oben, sobald man sie nicht mehr festhält. Wenn ein Hochsensibler zum Beispiel das Gefühl hat, einem anderen nicht vertrauen zu können, dann kann der Verstand noch so viele anderslautende Argumente liefern. Das Misstrauen, das kommt immer wieder an die Oberfläche. Und in den meisten Fällen ist ein solches Gefühl auch berechtigt. Für Hochsensible sind Gefühle das, was Fakten für Normalsterbliche sind. Eine ganz wichtige Grundlage des Handelns und des Entscheidens. Und hier noch eine vierte Sache, die typisch für hochsensible Menschen ist. Karin hätte sich auch sagen können, ich muss mich da jetzt nicht unbedingt einmischen, ich überlasse die Verantwortung meinen Eltern, sie werden Britta schon im Blick haben. Aber hochsensible Menschen, die verfügen über ein ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein und das ist gepaart mit Empathie. Wann immer sie sehen, dass es einem Menschen schlecht geht, der ihnen wichtig ist, dass dieser Mensch in Gefahr ist oder in Not ist, wann immer sie das sehen, fühlen sie sofort die Verantwortung, diesem Menschen zu helfen. Das Leid eines anderen, das geht Hochsensiblen so nah, dass es sich fast wie ein eigenes Leid anfühlt und dass sie nicht anders können, als diesen Schmerz abzustellen, sofern das in ihrer Macht steht.
Hochsensible Menschen, die leiden zum Beispiel sehr darunter, wenn sie Bilder von Hunger und Krieg und Elend und Unfällen sehen. Denn ohne dass sie es wollen, fühlen sie sich sofort in die Betroffenen ein und sie empfinden eine hohe Verantwortung dafür, die vorhandenen Zustände zu verändern und zu verbessern. Und jetzt noch eine fünfte Sache, die Hochsensible auszeichnet und die auch Karin in diesem Beispiel an den Tag legt. Britta streitet zunächst ab, über Selbstmord nachzudenken. Aber Karin, die spürt, dass das nicht stimmt. Deshalb schaut sie ihre Schwester lange an, nimmt sie in den Arm und dann erst öffnet sich die Britta und dann erst, da lässt sie alles raus. Hochsensible, die sind wahre Meister darin, unwahre Behauptungen anderer Menschen oder auch Schwindeleien oder Lügen zu durchschauen. An winzigen Signalen in der Stimme, in der Körpersprache, sogar ein Blinzeln der Augen, an winzigen Zeichen können sie spüren, ob jemand gerade die Wahrheit sagt oder ob er schwindelt. Man kann einen hochsensiblen Menschen mit einem Musiker vergleichen, der ein absolutes Gehör hat. Jeder Missklang, der fällt diesen feinen Ohren auf, ob der Musiker das will oder nicht. So ist es bei hochsensiblen Menschen, wenn sie unstimmige Aussagen oder gar Lügen hören. Oft bemerken sie Unwahrheiten, die sonst kein anderer Mensch um sie herum wahrnimmt. Und jetzt fragen Sie sich bitte, wie viele der genannten fünf Eigenschaften treffen auf Sie persönlich zu? Schon wenn es eine einzige ist, besteht die Möglichkeit, dass Sie hochsensibel sind. Wenn es zwei sind, ist es sogar wahrscheinlich. Und wenn es drei oder mehr sind, dann darf ich Sie in der Familie der Hochsensiblen willkommen heißen. Und jetzt schauen Sie unbedingt noch mein Video darüber, welche fünf Sätze hochsensible Menschen nicht mehr hören können. Ich wette, Sie erkennen ganz viel davon wieder. Klicken Sie das Video gerne in der Infobox und wir blenden es gleich zum Abschluss noch ein. Und jetzt noch ein Tipp in eigener Sache, wie Sie gerade als hochsensibler Mensch noch erfüllter leben und Ihre Talente nutzen können. Wollten Sie Ihr Leben öfter schon verändern, gesünder leben, erfolgreicher leben, glücklicher leben? Aber dann sind Sie doch wieder in alte Gewohnheiten zurückgefallen? Meine 365-Tage-Challenge wird Sie garantiert zu Ihren wichtigsten Zielen führen. Ich begleite Sie jeden Tag des Jahres 365 Mal. Das sagen bisherige Teilnehmer, hier ein Ingenieur. Ich war verblüfft, als mein Chef mich gerade für eine Beförderung vorschlug. Er meinte, ich wirkte wie befreit und arbeite effektiver. Ich bin mir sicher, das liegt an Ihrer Challenge. Sie hat mich jeden Morgen daran erinnert, was ich im Job und im Leben will. Ganz herzlichen Dank dafür. Oder diese Teilnehmerin schreibt: In den letzten Jahren hatte ich Stress und habe ungesund gelebt. Ich machte kaum Sport und ich aß ungesund. Doch seit ich jeden Morgen mit einem Ihrer Impulse starte, lebe und esse ich bewusster. Ich mache wieder Sport und ich mag mich selber mehr. Das ist ein tolles Gefühl. Danke dafür. Oder hier noch ein älterer Mensch, der teilnimmt. Erst dachte ich, ich bin doch schon zu alt, um noch was zu verändern. Aber jetzt merke ich, wie gut mir diese Challenge tut. So habe ich den Kontakt zu einer Nervensäge abgebrochen und dafür ist ein neuer, ein wunderbarer Mensch in mein Leben getreten. Es ist großartig, lieber Herr Werle, dass Ihre Impulse mein Leben so positiv verändert haben. Testen Sie meine 365-Tage-Challenge jetzt. Die ersten 14 Tage sind kostenlos, danach gilt eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie. Es braucht keine Begründung, Mail genügt. Ich möchte sicherstellen, dass Sie wirklich von dem Kurs begeistert sind. Klicken Sie jetzt den Link auf dem Bildschirm oder unter diesem Video, machen Sie mehr aus Ihrem Leben. Bleiben Sie mir treu, schauen Sie wieder vorbei, Ihr Martin Werle.